Der Reizdarm ist sicherlich ein großes Thema für das vegetative Nervensystem. Was an zu wenig Stress und an zu viel Stress möglicherweise auch auf den Darm schlägt, das wollen wir heute behandeln. Der Darm gehört ja zum vegetativen Nervensystem. Das bedeutet, man kann mit der Herzratenvarianzanalyse ziemlich genau herausfinden, handelt es sich hier um ein moduliertes, ausgeglichenes Immunsystem oder habe ich eine Fixierung in irgendeine Richtung. Bei jemandem, der unter besonderem Stress steht, ist der Darm meistens ruhig. Wenn Sie sozusagen kämpfen müssen, haben Sie keine Zeit, auf Toilette zu gehen. Wenn Ihnen allerdings diese Stresssituation in eine Angstsituation abgleitet, dann haben Sie Ihren Angstschiss. Und da passiert dann wieder relativ viel. Und wenn Sie sich maximal verausgaben, also sozusagen Ihre Energieversorgung für die Muskulatur und andere Körpergewebe abgreifen, dann fehlt sie möglicherweise im Darm. Also wenn Sie 400 Meter auf Zeit laufen, haben Sie Beine wie Blei, haben Sie keine Luft und das Gefühl, Sie hätten Durchfall. Und das liegt dann daran, dass Sie sich energetisch komplett verausgabt haben und die Durchblutung zugunsten der Muskulatur total umgeleitet haben. Und in dem Fall gibt es eine maximale Minderversorgung im Darm. Wenn Sie in dieser Situation jetzt auch noch was essen, können Sie davon ausgehen, dass Sie in ein Leaky Gut-Syndrom hineinessen, was Sie jetzt selber erzeugt haben durch diese Fehlverteilung der Energieversorgung. Und das, was dann in die Blutbahn kommt, löst dann Lebensmittelunverträglichkeiten aus. Und wenn Sie die das nächste Mal essen, dann wird hier vorne schon im Mund, im Bereich des vorgeschobenen Beobachters, gemeldet, jetzt ist der schon wieder das, auf das wir reagieren, immunologisch reagieren. Kann dann nicht mal was anderes essen. Hier schmeckt es gut und da macht es Probleme. Der Allergiker liebt sein Allergen.